So, weiter geht's. Heute darf sich Yvonne wieder mal als Killer beweisen. Ich glaube, ich kann auch wieder meinen Standard-Quatsch hier nehmen. Ja, definitiv. Wobei, die hat nämlich extrem Spaß gemacht, tatsächlich gerade. Die, aber Anna heißt sie ja. Wie gesagt, das Lied, was sie summt, ist tatsächlich ein russisches Schlaflied. Das hat ihre Mutter damals ihr beigebracht, bevor sie gestorben ist. Oder sie hat ihr als kleines Kind vorgesungen, so rum. Und sie übernimmt das dann quasi. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, teilweise sich die Geschichte der einzelnen Killer und Überlebenden mal so durchzulesen. Es sind ein paar interessante Sachen drin, warum die überhaupt so geworden sind. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja. Ich bin immer total bereit. Warte, halt mal kurz die Runde. Es war langweilig. Aber ich habe es tatsächlich so kurz gebracht. Sozusagen. Weil natürlich spielt er mit dem roten Mori wieder. Welch eine Überraschung. Jetzt mache ich dich mal fertig. So, komm, okay. Naja, mal gucken, wie es läuft. Ich werde gekrault. Gegen die Seuche. Die Seuche, die kotzt deine Mann. Das ist wirklich so. Die bringt, schmeißt dir irgendeine komische Flüssigkeit entgegen. Ich spiele tatsächlich aber am liebsten mit diesen etwas agilen Killern, also mit diesen wirklich schnellen. So wie es halt wirklich auch bei Anna jetzt der Fall war, wie es aber vorher auch bei Amanda und so der Fall war, weil die relativ schnell sind. Es sind viele Killer tatsächlich auch dabei, gerade die großen Clown und so, die sind sehr, sehr schwerfällig, um mal zu spielen. So, im Sumpf. Gegen die Seuche. Schon wieder. Ha? Immer dasselbe mit uns. Wie gesagt, ich habe 4 andere Perks drin gehabt, als ich vorher auch gespielt habe, ne? Ich habe immer mal komplett durchgewechselt. Ich habe normalerweise relativ viele Standards drin. Irgendwo hier läuft so rum, ich sehe es, hör sie doch. Will ich aber nicht. Aber eins muss ich dem Markus lassen, egal was für ein Spiel du dem vorsetzt, er lernt sowas von schnell. Das hast du hier wieder auch gemerkt. Vom blutigen Anfänger der ersten Runde hast du dich echt mittlerweile echt gut gemacht. Am Anfang war noch viel zu lernen und danach war, warst du schön drin. Sowohl als Killer als auch als Überlebender. Das war aber bei mir schon immer so. Das hat man auch in Formel 1 gemerkt. Du warst mal am Anfang, wo wir unsere ersten Rennrunden gefahren sind. Warst du, glaube ich, 2 Runden hinter mir oder so immer? 3 Runden?
Mittlerweile hast du im letzten Rennen mich eine Runde abgehängt. Wobei ich zufrieden war mit Platz 7, muss ich sagen. Wenn man von 15 startet, dann als 7. Ziel zu kommen, bin ich zufrieden. Ich habe nur ein Rennen ja nicht in den Top 10 beendet. Das war nämlich in Mexiko, das wo ich 13. wurde. Oder 12. oder so. Naja. Okay. Zurück zu DBD. Alles andere ist jetzt egal. Yvonne, hat man dir schon gesagt, dass du einen ankotzt? Ja. Ja, die Runde könnte echt zum Kotzen werden. Ja, wir finden dich echt zum Kotzen, ja. Na, wo sind wir wohl? Irgendwo auf dieser Map sind zwei furchtlose Überlebende, die vor dem fiesen Killer rum weglaufen wollen. Ich wundere mich, dass immer noch dieses chinesische Neujahr-Dings ist. Dieses Event drin ist. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Das dürfte chinesisches Neujahr sein. Warum da hinten auch immer teilweise mit der gute Feuerwerk hast. Geht schlecht ohne meinen Raucherhusten, ne? Tja. Es fehlen noch zwei Generatoren. War nicht so gut. Plan war tatsächlich ein ganz anderer. Verdammt, von da kamen sie. So. Hast du mich gerade eigentlich gesehen? Ja, kurz. Okay. Aber ich habe das auch tatsächlich, wie gesagt, ich... Bei mir passiert es auch sehr schnell, dass ich mal ganz schnell die Überlebenden verliere. Ich war ein bisschen zu unauffällig.
bis hin zu unaufmerksam so. Weg. Markus, wie sieht es generatorenmäßig aus? Ich will nichts verraten. Sag zumindest, wie weit du bist. Drei Viertel. Drei Viertel, okay. Du musst ja nicht sagen, wo genau. Nee, ich weiß ja nicht. Ich will nur einfach wissen, wie das Update ist. Die Map ist tatsächlich nicht so ganz einfach, muss ich sagen, weil die sehr, sehr Survivor-lastig ist. Also man kann sich sehr, sehr gut verstecken. Ich kann nichts dafür, dass sein Essen so schlecht war. Der erste hängt. Der erste hängt. Wasch dich erstmal. Ist euer Ernst? Ja, ich muss auch mich sauber machen. Das Problem, ich habe mich jetzt gerade an Markus infiziert. Also es ist jetzt in-game gemeint, es ist jetzt nicht, ich hab's Coronavirus. Ich weiß, was du meinst. Ich muss mich mal säubern hier gerade. Sie hat's Mori, haha. Da bin ich eine Überraschung. Gut, es war eh klar, dass du es hast. Ich musste mich vorhin die ganze Zeit zusammenreißen, weil sie so oft an mir vorbeigelatscht ist. Und zum Schloss kotze ich dich noch an, ne? Mich hat's auch erwischt. Ja. Ja, ich hab halt, weil ich Markus abgehängt habe, bei dem. Auch bei dem Generator vorhin. Ich hab gedacht, sie hätte mich gesehen und hab mich schnell versteckt und sie ist einfach an mir vorbei. Ich glaube, du hast Luke gerade zugemacht. Kann das sein? Ja, hast du. Keine Ahnung.
Aha. Aber der hat mich gerade genug gegeben. Was meinst du mit der Luke? Wie ist das Buch? Keine Ahnung. Aber die Frage ist, ob man die jetzt hört, ne, wenn sie zu ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier zugemacht hat. Ich weiß nicht. Ja, doch, die hat die zugemacht, hundertprozentig. Ha? Das ist ein Problem jetzt. Keine Müdigkeit vortäuschen, du bist der nächste Killer. Also, sie darf noch eine Runde spielen und danach. Aber die Frage ist, wo ist die scheiß Luke? Mach die Luke auf. Hier ist sie nicht. Ich habe auch nur mal gar keine Ahnung, ne, wo sie sein könnte. Genau wie ich. Du hast sie zugemacht, du weißt, wo die ist. Ne? Doch, du hast sie. Ich hab einen Brunnen bedient. Einen Brunnen. Achso, da ist ein Brunnen infiziert. Ja, gut, dann wieder da. Das weiß ich nicht, ob das geht. Ich kenne die Leute euch halt nicht. Das war so ein Brunnen. Scheiße. Hör auf, um mich anzukotzen, Alter. Echt zum Kotzen. Ich habe aber keine Ahnung, wo sie ist, ne? Ja, verschwinde von mir. Sei doch ein bisschen lieber. Boah, Alter, ist so ekelhaft, ey. Viel schlimmer ist es, wenn du wegrennst und sie aus der Entfernung so. Ah, da habe ich gerade so ein bisschen als Scary Movie. Mit dem Exorzisten, wo sie den verarscht hat. Alter, gehst du mir auf deine Nüsse? Und sie geht mit der kurzen Reihe auf deine Nüsse? Ja, das war doch. Ich weiß nicht mal, wo sie ist, ernsthaft dich. Du hast die 100% erst zugemacht eben. Oder? Sag ja oder nein. Also sag ja. Ich hab die nicht zugemacht. Ich hab mich ja wirklich vor so einem Brunnen. Okay. Ja, hat sie mal See gegessen. Schade. Ja, ich hab doch dieser scheiß Luke gesucht. Das ging mir auf den. Ich kam nicht rein. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht gewusst, wo dieses. Aber gut gemacht. Ein paar Mal bist du wirklich an mir vorbei geschlichen, noch direkt. Ja, finde ich euch nicht bekannt.
Naja, lange hast du nicht. Ja, das ging halt nicht. Wir waren schon an diesen scheiß Generatoren. Wir wollten den fertig machen. Warum? Ich habe den explodieren lassen, weil Markus sich angeschlichen hat. Eigentlich war der Plan, den einen auf 99 hochzuziehen, den anderen fertig zu machen und dann rüber zu gehen. Und die beide gleichzeitig fertig zu machen. Das war der Plan oben auf dem Steg. Habe ich dich erschrocken, oder? Ja, du hast mich abgelenkt in dem Moment. Du hast mich genau aus dem Tritt gebracht. Ich wollte den halt fertig machen noch schnell. Also fast fertig machen und dann den zweiten fertig machen. Weil der zweite war auch bei 95% oder so. Ich wollte dir eigentlich nur helfen, deswegen bin ich da hochgekommen. Naja, alles gut. Kein Vorwurf, alles passiert. Oh, das kann ich mehr. Das war gerade zu komisch. Na, ist gut. So, eine Runde musst du noch. Dann macht Markus nochmal und dann machen wir Feierabend. Freunde. Aua. Jo. Dann haben wir jetzt fast 3 Stunden, jetzt sind wir schon durch. Das dürften erstmal genug Folgen sein für dich, ja? Wenn wir die alle komplett durch haben, 6 Folgen. Also das ist jetzt Folge 5. Und die sind selten so knapp über eine halbe Stunde, die Folgen. Siehst du, da hast du doch erstmal genug Material erstmal, ja, noch. Genau. Ich freue mich so auf deinen Sichtwinkel von meinen ersten Killerrunden. Mal gucken, wie sie. Ich muss mal gucken, wie sie da nenne. Ich bringe morgen schon um 16 Uhr die erste Folge, also meine erste Folge. Quasi. Mhm. Ich muss sie nur nachher noch schneiden. Das kriege ich aber noch hin. Boah. Mau. Ach ja. Jetzt lass dem armen Herrn doch seine Rente, Mensch. Er hat sie sich doch verdient im Krieg. Wir machen, wenn ich sage, wir spielen jetzt die Runde noch mit dem Moris, die nächste auch noch, und dann nehmen wir die Moris raus. Weil, wenn ich ehrlich bin, das geht zu schnell. Ghostface. Ich hatte vorhin keine drin. Nee, aber das geht ja zu schnell. Und ich bin, mir ging das auch zu meiner Runde zu schnell. Nur ich hab's halt ausgenutzt jetzt einfach, weil es alle gemacht haben. Wir ziehen das jetzt einmal noch komplett durch. Auch bei dir, Markus, dann nächste Runde darfst du nochmal spielen und danach nehmen wir so raus. Weil sonst geht's okay. Zu schnell. Das wären dann einfach zu viele Blitzrunden, weil guck mal, du kannst ja dafür 5 Minuten die Runde durchziehen. Und das ist zu kurz. Wenn du überlegst, guck mal, ich habe für beide Runden 22 Minuten gebraucht. War das eigentlich auch ein Mori, mit dem keine Glocke zu hören? Nein. Es war ein legales Add-on. Okay. Alles gut. Also wie gesagt, die Add-ons sind vollkommen in Ordnung. Aber ich würde den Moris halt wie gesagt rausnehmen. Sonst hast du wirklich Runden, die dann irgendwie 1/4 Stunde gehen oder so. Das ist dann einfach ein bisschen zu kurz. Mhm. Gerade bei 2 Runden. So, was haben wir denn hier Schönes? Muttis Behausung, der Rote Wald. Waren wir doch schon vorhin, ne? Ja. Mutti, ich hab dir die Brotdose mitgebracht. Mhm. Mutti, deine Brotdose. Ja gut, zumindest wissen wir, was für Killer wir haben. Das ist er schon. What's up? Ich kann dir nicht vervollnehmen, den Typ. Hör mal noch. Weißt du, was du eigentlich dann machen musst? Wenn du dieses Dauer hinterherrennen hast, musst du die Benny Hill Musik runterlegen. Toll, der kam nicht, ne? Für die Deutsche Bahn. Mist. Ghostface. Ich müsste mal wieder Geld in das Spiel investieren, dass ich mal mir die restlichen 3-4 Killer hole. Dann habe ich zumindest das Spiel komplett.
so viel geändert in der Zeit, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Scheiße. Sorry, Markus, ich kann dir nicht helfen gerade. Das müsste eigentlich noch kommen. Wenn der Killer dann so vor dir steht, so, what's up? Oh Mann, ist das langweilig. Zu zweit ist das echt öde, wir brauchen drei neue Spieler. Mein Problem, ich kann jetzt Markus nicht helfen. Sie müsste eigentlich nur bei ihm in der Nähe bleiben. Weil schlichtweg kann ich nichts machen. Das ändert da, meistens musst du den ersten ab und der zweite geht auf die Luke. Siehst du, die steht nämlich genau da. Ja, also was soll ich machen? Thema ist durch. Ich hab nur einen schönen Farbenmodus. Ja, ich hab das schon mitbekommen. Aber du stehst halt bei ihm in der Nähe, ne? Du musst nichts anderes machen. Wenn du den einen hast, dann ist das Spiel eigentlich schon verloren. Wenn der zweite nicht auf die Luke geht. Das meine ich, das ist halt so eine 5-Minuten-Runde wieder. Ich jetzt mal den. Ja, da geht Markus jetzt. Dann sind wir jetzt mich hier mit Yvonne schon durch. Und dann gehen wir jetzt auf Markus seinen Killer. Und dann sind wir eigentlich durch für heute. Das und war aber. Vorgestern und jeweils so wie die Folgen, die du gemacht hast. Ja, ja, 6 Folgen. Wie gesagt, das war jetzt Folge 5. Aber das ist halt genau das, was ich meine, ne? Einfach mal Abwechslung reinzubringen, weil zuvor ist es dann einfach öde, wirklich zu zweit, zu dritt. Dann spielen wir halt Dead by Daylight und ich finde es halt auch lustig, muss ich sagen. Ja, mir macht es auch Spaß. Also ich habe ja jetzt kein Problem mit Sterben, es gehört einfach vielleicht zu dem Spiel dazu, ne? Um Gottes Willen. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung, wie oft mal hintereinander gestorben bin. Diesmal ist es tatsächlich okay. Es ist okay. Also es kommt auf an, immer welche Situation. Es kommt immer auf die Situation an. Nein, alles gut, wie gesagt. So, dann geht jetzt Markus auf den Killer und wir machen hier Feierabend.